Человеком в Крыму. Wir wohnten mit meinem Ehemann in, auf dem Halbinsel Krim. И мы на свои очи бачили, як Крым зайняли російські війська. Mit unseren eigenen Augen haben wir gesehen, wie Krim wurde vom russischen Soldaten besetzt. Тоді ніхто не заступився за Україну. Damals konnte keinen, hat keinen Ukraine unterstützt. Ми з чоловіком у віці 70 років покинули Крим, не захотіли жити під окупацією, поїхали на континентальну Україну. Mein Mann und ich, wir als 70-Jährigen haben damals Halbinsel Krim verlassen und geflüchtet. Ну, самі розумієте, залишивши майже все, що нажили. Verstehen Sie selber, wir haben alles gelassen. Wir haben alles gelassen, was wir die ganze Jahre gelebt haben. І от через 8 років ми знову біженці. Und jetzt nach 8 Jahren sind wir wieder Flüchtlinge. Тут майже всі у нас молоді жінки з дітками. А нас діти випроводили, щоб хоч не хвилюватись за нас. Hier, die meisten sind Frauen mit Kindern und unsere Kinder sagten uns, wir sollen auch ausreisen, damit wir um euch so, keine Sorgen machen. Ми дуже вдячні Німеччині і другим іншим странам, що прийняли нас. Wir sind sehr dankbar Deutschland und auch anderen Ländern, dass sie uns aufgenommen haben. Але ми маємо велику надію, що нам допоможуть подолати агресора, і ми повернемося додому. Aber wir haben große Hoffnung, dass wir bekommen Hilfe, den Aggressor zu bekämpfen und wir können zurück nach Hause kehren. Бо дуже важко 80 років жити на чужині. Weil es ist sehr schwierig, als 80-Jährige in der fremden Land zu leben. Mit weinen.